Wenn man morgens ins Büro kommt, dann stehen da Schreibtische und Stühle und Computer, vielleicht auch eine Kaffeemaschine. Bei uns gibt es nur Pommes-Theken. In Sichtcarbon oder in lackiertem Carbon. Das ist die Halle, das ist unsere Zentrale. Unser Büro. Weil ja die Saison eingeläutet wurde in Dienstlagen, bedeutet das aber auch, dass wir einiges vorhaben und euch einiges zeigen werden. Das umfasst Specials, das umfasst lustige Veranstaltungen. Und hier habe ich schon mal zwei richtig geile Sachen für euch. Da könnt ihr euch sehr, sehr drauf freuen. Villa d'Este, Concorso d'Eleganza. Das ist schon nicht mehr die Millionärsnummer, sondern da sind nur noch die ganz Abgedrehten, die Milliardäre. Direkt neben George Clooneys Haus ist ein Concours d'Elegance oder Schönheitswettbewerb. Und hoffentlich lassen die uns da überhaupt rein. So wie wir aussehen mit unseren Turnschuhen und Jeans und wie auch immer. Denn da sind wirklich nur die feinen Leute. Und ein weiteres Highlight ist eben die Mille Miglia, bei der wir als Begleitfahrzeug mitfahren und von da berichten werden. Wir werden euch aber auch den gesamten Weg dahin zeigen, denn, Achtung, damit startet unser Roadtrip, der für diesen Sommer angekündigt war. Mit dem Carrera Cabriolet fahren wir durch Europa, zeigen euch die Hotspots, zeigen euch, was in oder out ist, wo wir Lust drauf haben. Das können große Sachen sein, kleine Sachen sein. Das kann auch was sein, was ihr mitentscheidet. Also wenn ihr Vorschläge habt, fahrt doch mal da und da vorbei, das lohnt sich. Zwischendurch gibt es denn dann auch ein Gewinnspiel, bei dem ihr tolle Sachen gewinnen könnt. Und weil wir ja noch nicht irgendwelche Millionen von Followern haben oder irgendwelche Tausenden von Abonnenten, ist es so, dass die Chancen recht groß sind, was zu gewinnen. Und es gibt auch nicht nur Schlüsselanhänger zu gewinnen. Freut euch darauf. Jetzt laufen wir gleich auch nochmal durch die Halle, zeige ich euch alles. Und es war etwas in der Post. Sowas habt ihr schon mal gesehen. Aber was selten vorkommt, ist so ein Absender. Daimler AG, Mercedes-Benz Classic. Magische Momente, die Stunde der Silberpfeile. Man hat uns eine Dokumentation geschickt über die Silberpfeile, worüber wir sehr, sehr, sehr glücklich sind. Da gibt es auch gleich nochmal den Link dazu, wo ihr das bekommen könnt. Und eines der Highlights in diesem Video ist natürlich der berühmte SLR, den wir auf der Techno Klassiker gesehen haben, den es auch nochmal explizit später in einem Special gibt. Vielen, vielen Dank an Mercedes-Benz Classic. Unser Hauptmetier ist ja Porsche, wie ihr wisst. Das brauche ich ja nicht weiter erklären. Trotzdem haben auch andere Mütter schöne Töchter. So wie in diesem Fall eine besonders schöne Tochter. Das ist auf den ersten Blick ein Ferrari 550 Barchetta. Barchetta 550 Maranello kennt ihr. Klassischer 12-Zylinder Gran Turismo. Ihr kennt das mit geschlossenem Dach. Der 550 Barchetta. Und wenn man sagt, ja, ich habe eine Barchetta. Ein Fiat ist es eigentlich ja auch. Fiat, Fehler in allen Teilen? Nur ein Gedankensprung. 449 Autos gebaut. Da vorne steht noch einer in Gelb. Dieser hier ist aber was ganz Besonderes. Denn ich guck mal hier, innen drin, im Innenraum ist eine kleine Plakette, auf der also steht Nummer so und so viel von 449. Und irgendwann war mal die Frage, Nummer, wie viel ist das hier eigentlich? Ja, dann guck dich rein, das kann nicht stimmen. Da steht nämlich nicht Nummer X von 449, sondern da steht nur P12. Was zum Geier heißt P12? Dann habe ich in Maranello angerufen und wollte wissen, was es mit diesem P12 auf sich hat. P12 bedeutet Folgendes. Ohne es zu wissen, hatten wir auf einmal ein Auto da stehen, nämlich diesen hier, der ein originaler Werksprototyp ist. Es gab 12 Werksprototypen, die also Vorserienautos waren. Wobei man da wirklich nicht von einer, sowieso nicht von einer Serie sprechen kann, denn die Autos sind alle handgearbeitet und alle ein bisschen anders. So, und was ihr also sehen könnt, ist also, ja, ich sag jetzt mal, ich hätte jetzt fast gesagt, ein klassischer Roadster, aber welcher klassische Roadster hat schon 12 Zylinder vorne drin? Hat auch für viel Kontroverse gesorgt, das Auto. Viele fanden das Auto nicht besonders schön. Manche lieben den, manche finden ihn wiederum gar nicht so toll. Und auch die Felgen sind nach heutigen Maßstäben wahrscheinlich nicht das, was wir uns aussuchen werden, gehören aber original zu dem Auto dazu. Und ja, was kann man sagen? Was hat er? 470 PS? Hat er die überhaupt? Fühlt sich nicht danach an, muss ich ganz ehrlich sagen. Fahren sich auch nicht besonders toll. Also ich fand den normalen Maranello etwas angenehmer zu fahren, weil eben durch die Dachkonstruktion das Auto etwas steifer ist. Jetzt könnt ihr mal hier reingucken. Schön ist er ja, das kann man nicht anders sagen. Aber ich hatte mal ein Erlebnis der dritten Art mit so einem Auto, nicht mit demselben hier, allerdings mit dem gleichen Modell. Und zwar platzte mir ein Reifen bei 170 auf der Autobahn. Und eigenartigerweise ist der erste Gedanke nicht, oh, ich könnte einen Unfall bauen oder es könnte gefährlich werden, sondern der erste Gedanke ist, oh nein, die Felgen kriegen hoffentlich keinen Kratzer. Scheißegal, ob ich sterbe oder nicht, die Felgen dürfen nicht kaputt gehen. Ist natürlich ein monströses Teil und klingt auch wie ein Weltuntergang.
ist aber nicht wirklich zum Schnellfahren gedacht. Mehr so zum Cruisen, Eisdiele, Dingsbums, kann man sich den Rest denken. Dafür taugt der sehr, sehr gut. Oder eben in irgendwelchen Sammlungen rumzustehen. Warum P12 so was Besonderes ist gegenüber der anderen Zeit, er ist einfach seltener. Ein Werksprototyp ist einfach gar nichts anderes an Auto gegenüber den anderen Bacchettas. Er ist einfach nur stinkend selten, 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 selten. Und das macht das Auto so wertvoll. Ich glaube, 600 oder 700 Kilometer hat das Auto erst auf dem Tacho. Deshalb wird er auch gar nicht großartig bewegt, was dem Auto wiederum auch nicht sehr gut tut. Denn Autos, die nicht bewegt werden, werden auch nicht besser durchs Rumstehen. Wir wollen jetzt hier nicht auf jedes einzelne Auto eingehen, aber dass ihr mal so einen groben Überblick habt. Jede Sammlung sieht ja irgendwie anders aus und jede Sammlung folgt auch einem bestimmten Leitthema. Hier stehen wir bei einem GT3 RS mit Wasserkühlung. Der erste GT3, den es gab, war der 996 mit 360 PS mit den Spiegeleier, ja, die berühmten Spiegeleierleuchten. Der GT3 RS kam dann schon mit den neuen Leuchten, hatte 381 PS offiziell. Tatsächlich hat er sogar ein bisschen mehr, denn das Luftansaugsystem ist so ausgelegt, dass es eben in höheren Drehzahlen noch mal ein bisschen mehr Leistung freisetzt. Wie das genau technisch funktioniert, weiß ich gar nicht so genau. Das wüsste ich aber gerne. Wenn ihr es wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Er hat etwas mehr Leistung, konnte man aber nicht testen. Warum das so ist, bitte sagt es mir. Wäre ich euch sehr, sehr dankbar für. Die GT3 RS-Modelle oder GT3-Modelle stehen natürlich in der Tradition der homologierten Rennsportfahrzeuge von Porsche, die also keine prototypenartigen Autos sind, die also ein 911-Derivat sind. Will sagen, basiert auf 911, so wie man das eben auch kennt. Limitiertes Auto und auch diesen Spruch, den ich schon mal gehört habe, von wegen Race on Sunday, Sell on Monday, was so viel heißt wie man fährt zur Rennstrecke am Sonntag und verkauft am Montag wieder, ist tatsächlich nicht übertrieben. Unser Freund Patrick Simon hat das vorgemacht vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann das war, hat tatsächlich einen ganz normalen GT3 genommen, Slicks drauf, Fahrwerk ein bisschen verändert. Ich glaube, das Radio hat er auch rausgenommen. Aber ist damit beim 24-Stunden-Rennen gestartet und das beweist eben, dass dieser alte Spruch weiterhin gilt und nicht nur so eine Stammtischweisheit ist. Es gibt bei keinem Auto, wie bei einem Porsche, so wenig Teile zu verändern, um ernsthaft Motorsport damit zu betreiben. Das hier ist zwar nichts GT3-artiges, hat aber Anleihen vom 964 RS, denn auch der GT3 ist eigentlich ja auch ein Nachfolger, ein Urenkel der RS-Modelle. Das fing alles an mit dem 2,7er RS. 1500 Stück wurden gebaut. Ursprünglich waren 500 Autos davon geplant. Die ersten 500 sind in Dünnblech. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, in 2,7er RS. Ganz normaler 911 in schmal, mit so einem kleinen weißen Entenbürzel drauf. Manchmal in grün, manchmal in blau, meistens aber in rot. Der Schriftzug Carrera an der Seite, manchmal dann auch rote Felgen. Und auf diesen RS-Modellen, die also diese Tradition der Motorsport 911er fortführen, ist auch dieses Auto. Das ist ein Speedster, hat so ein paar Anleihen vom RS, vom 964 RS. Beim 964 gab es nämlich noch keinen GT3, da hieß das einfach nur RS. Da hat er zum Beispiel die Sitze von und die Doorpanels, hatte ich euch auch schon mal gezeigt, zeigen wir euch in einer Review auch nochmal ausführlich. Hat also auch so ein bisschen was mit den RS-Modellen zu tun. Deshalb steht er hier. Hier, das Auto kennt ihr schon. Da musste ich mir was anhören. Und zum Glück hatte ich den Drift erst ab 10 Minuten 45 ganz ans Ende des Videos gepackt. Das macht man ja eigentlich nicht mit so einem Auto. Das muss ich jetzt auch nochmal klarstellen. Dieses Auto ist einer der wenigen originalen Clubsportmodelle. Will sagen, im Prinzip das, was dann hinterher der GT3 RS wurde. Denn dieses Auto hat dann auch die 6-Punkt-Gurte, Nomex. Nomex ist flammenfester Sitzbezug, Käfig, ja, Feuerlöscher etc. Zentrale Elektrik hier drunter. Ein zentraler Killswitch. Sieht eigentlich gar nicht so spektakulär aus, bis auf die Farbe. Ist aber was ganz Besonderes, denn ganz viele Autos wurden genommen und wurden ziemlich verhunzt für Trackdays, für die Rennstrecke. Andere Felgen drauf, anderes dies, anderes das. Das heißt, wenige Autos sind gänzlich original geblieben, was auch verständlich ist, denn ab Werk mussten diese Autos noch erstmal so ein bisschen eingestellt werden, auch für jede Rennstrecke. Klar, so Rennfahrwerke sind natürlich empfindlich und dementsprechend wurden dann viele Autos verhunzt, verändert. Manche sind auch leider in der Leitplanke gelandet, was sehr, sehr traurig und schade ist. Dieses Auto eben nicht, weil es niemals auf einer Rennstrecke bewegt worden ist. Und um jetzt nochmal auf diesen Drift zurückzukommen, wir würden sowas ja niemals machen, wenn die Autos das nicht könnten und wenn das nicht an sicherer Stelle wäre. Natürlich ist das ein Quatsch, der nicht empfehlenswert ist. Die Autos können das aber. Mit dem Stichwort, die Autos können das aber, geht noch eine zweite Sache einher, nämlich Thema elektronische Fahrhilfen, Begrenzung bis 250 km/h.
Das ist also nicht so, dass die Hersteller ihren Autos nichts zutrauen. Es geht halt einfach nur darum, dass die Autos so immens schnell geworden sind. Wer sich heute einen Golf kauft, der sitzt heute in einem 1500 Kilo Auto, also ein riesengroßes Auto. Und dann mal so ein Golf 1 daneben stellt, dann stellt man fest, auch wenn man noch so toll motorisiert ist, das natürlich nicht von der Physik befreit und auch nicht zusätzliches Fahrkönnen dazu kommt, das ist auch ganz wichtig. Das heißt, man fährt heute mühelos über 200, was damals natürlich eine Wahnsinnsgeschwindigkeit war, heute immer noch. Bei Porsche gibt es eben diese Regelsysteme, Assistenzsysteme zwar auch, sind aber gänzlich abschaltbar. Das ESP zum Beispiel, was auch komplett dann aus ist, geht erst wieder an, sobald das ABS in den Regelbereich kommt. Ich will hier niemanden animieren, das auszuprobieren, denn wer einmal eine Vollbremsung mit einem 911 gemacht hat, der weiß, wie schwierig es ist, das ABS oder überhaupt die elektronischen Systeme so weit zu provozieren, als dass die dann irgendwie anfangen loszuschlagen. Da ist meistens der Mut des Fahrers geringer als die Reserven, die das Auto dann hat. Aber genug gefaselt. Hier haben wir einen 993 RS. Ich werde jetzt nicht nochmal darauf hinweisen, dass das Auto ist, das den Motor beherbergt, den mein Auto auch bekommen soll. 3,8 Liter, 300 PS. Wahrscheinlich streut es ein bisschen nach oben. Großer Flügel hinten drauf. Manche von euch kennen das auch mit einem anderen Flügel. Es gab zwei Flügel. Das ist der GT2, dem GT2 nachempfundene Flügel, allerdings ohne die Lufteinlässe hier, wie er auch im Supercup gefahren wurde. Es gibt auch den etwas kleineren, dezenteren. Also schöner finde ich den anderen ein bisschen. Naja, aber auch da fragt man wieder Leute und kriegt wieder Antworten. Hier steht ein Turbo, ein 89er, 5-Gang-Turbo mit 29.000 Kilometern gelaufen. Auch nicht wirklich viel. So, und jetzt wird's wieder garstig und böse. Wenn ich an dieses Auto hier denke, das direkt vor euch steht, das ist nämlich ein 996 GT2 der zweiten Generation, also 483 PS und nicht 462 wie der erste. Hier haben wir einen der ersten Generation stehen, 462 PS, 483 PS. So, guckt man auf den ersten Blick, sehen die erstmal gleich aus. Ein ganz grober Unterschied oder ein ganz großer Unterschied, an dem man es relativ schnell erkennt, ist, dass hier vorne dieser Lufteinlass beim Modell der zweiten Generation in Carbon ist, in Sichtcarbon, ebenso wie die Rückspiegel und der Spoiler. Da denken auch viele Leute dran, wenn sie denn die Optik des zweiten nachempfinden wollen. Aber eine Sache, die man nicht so einfach ändern kann, und das ist ein Trick, der richtig cool ist, und zwar, wer sich die Bremsscheiben anguckt, es sind beides Keramikbremsen, da sieht die Lochung anders aus. Hier auf diesem Auto der ersten Generation ist die Lochung etwas regelmäßiger, wie ihr sehen könnt. Das ist so einem kleinen Bumerang nachempfunden, während eben die Bremsen des GT2s der zweiten Generation etwas unregelmäßiger sind. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt erkennen, auch wenn das ein bisschen dunkel ist. Beides limitierte, sehr, sehr seltene Autos, echte Fahrmaschinen und sehr eng verwandt mit dem Porsche GT1 von 1996. Der GT1 kam, um den GT2 abzulösen, weil man gegen die McLaren keine Chance hatte. Hatte man hinterher mit dem GT1 leider auch nicht. Ist eben so. Und McLaren hat dann eben den Sieg weggeschnappt, den GT1. Und dieses Triebwerk des GT2 und auch dieses GT2 basieren im Prinzip auf den Triebwerken des GT1. Auch da ist die Leistung nominell gar nicht so hoch. Das fühlt sich viel, viel brachialer an, als es denn angegeben ist. Also ich wage kaum zu glauben, dass das 462 und hier 483 PS drin sind, denn die gehen irgendwie noch ein bisschen massiver vorwärts. Aber nur mein subjektives Gefühl. Direkt daneben steht einer meiner persönlichen Lieblinge und da lächle ich auch schon wieder. Da reibe ich mir die Hände, kriege Gänsehaut und freue mich. 911 ST. Kleine Porsche-Kunde, ganz grob. Wie ihr sehen könnt, ist das ein F-Modell. 911er sind das alle. Das F-Modell zeichnet sich dadurch aus, das ging bis 1973, dass hier die Haube noch rund war. Sieht sehr, sehr schön aus. Bei den G-Modellen, so wie zum Beispiel das Auto, was wir jetzt gerade fahren, da könnt ihr sehen, dass die Haube hier gerade ist und hier so an der Seite auch so ein bisschen, das aussieht wie so eine Ziehharmonika. Ist damals, gibt Porsche zwar nicht so gerne zu, weil man so mit dem Markt in Amerika Rechnung getragen hat, aber eben für die Sicherheit, dass eben bis 6 km/h Aufprallschutz da ist, hat man dann eben diese Form verändert und hat das dann anders aussehen lassen. Noch vor dem RS gab es den ST. Jetzt lasst mich nicht liegen. Es gab 1970 und 71 gab es STs. Ich meine, es wären 18 oder 19 Stück gewesen. Ganz, ganz seltene Autos. Die Originalen. Das hier ist ein Auto, was unser Bekannter von PS Automobile, der Dirk Sadlowski, damals restauriert und fertig gemacht hat. Ein wunderschönes Auto mit einem 2,5 Liter mit knappen 260 PS. Was erstmal auch nicht besonders viel klingt. Aber ich sag euch, Freunde, bei ca. 920 Kilo
und kurz übersetzen Getriebe, geht das Ding sehr, sehr gut vorwärts und macht unheimlich Spaß. Sehr spartanisch, da ist eigentlich auch nicht viel. Kennt ihr auch, so ähnlich wie bei meinem. Hier ist jetzt noch das Momo Prototypo drin, da auch der Feuerlöscher. Was ihr da hinten sehen könnt, ist der Halder Tripmaster. Der ist also für Gleichmäßigkeitswertungen bei Relais. Gleichmäßigkeitswertungen bei Relais, langweilig. Nein, wir sind ja mehr Freunde der schnelleren Etappen. Nicht gegen die Gleichmäßigkeitsprüfung, aber das ist eben nicht ganz so toll. Da muss dann eben der Beifahrer mit Sekunden etc. Metern und man muss da sehr genau sein. Gas geben macht mehr Spaß. Sieht man nicht sofort auf den ersten Blick, Zentralschalter. Und hier ist was, was ich persönlich ja so schön finde. Und da hatte ich euch ja gefragt, was ihr davon haltet. Und zwar ist das hier der zentrale Tankdeckel mit der offenen Haube für die Schnellbetankung. Wie ihr sehen könnt, hier auch aus Verbundmaterial die Haube. Ja, und hier ist eben der Tankdeckel mit in die Haube eingearbeitet, sieht stark aus, ist aber nicht wirklich die praktischste Sache. Also bei unserem Wetter hier in Deutschland, ich meine, wirklich dicht ist das eh alles nicht. Aber man muss es nicht mehr provozieren, dass sich dann da vorne irgendwie Wasser sammelt etc. Ist vielleicht mehr so eine schöne Wettergeschichte. Hier kommt etwas, was so eigentlich gar nicht dazu passt. Das ist nämlich kein 911. Das ist der 968. 240 PS aus 3 Litern. Ich glaube, das war so, dass das Auto also die höchste PS-Leistung pro Liter hatte. Und eben auch das altbewährte Transaxle-Prinzip, was im 924 und im 944 und auch im 928 kam. Motor vorne, Getriebe hinten, viersitziges Auto. Gab es auch in der Clubsport-Variante. Eigenartigerweise, die Clubsport-Variante war das abgespeckte im Prinzip. Also keine Klimaanlage, die leichteren Sitze drin, etwas weniger Ausstattung. Man hatte es gar nicht so sehr auf den Motorsport abgesehen. Man wollte eigentlich nur eine günstige Variante anbieten. Das sind heute die gesuchtesten Autos. Die haben auch meistens so ganz irre Farben. Gelb, Rot und also so richtig knallige Farben. Und meistens sind dann auch die Felgen in der Wagenfarbe lackiert. Sind ganz, ganz tolle Autos. Aber ich glaube, da ist der Zug auch schon abgefahren, was die Schnäppchenjägerei angeht. Denn die Leute haben natürlich erkannt, was das für ein tolles Auto ist. 38.000 Kilometer gelaufen, ist nicht wirklich viel. Fast neu. Tolles Auto, gefällt mir. So, und weil es so schön ist und uns die RS-Modelle und die Sportmodelle nicht loslassen, haben wir hier noch ein GT3 RS 996, auch mit 381 PS. Unterscheidet sich überhaupt nicht großartig von dem weiß-roten, der hier steht. Aber dieser hier ist weiß-blau. Und hier ist noch was Besonderes. Gerade hattet ihr schon den 993 RS in Silber gesehen. Hier ist ein zweiter 993 RS, genau. Auch wieder 300 PS, 3,8 Liter. Geiles, geiles Auto. Die RS-Sitze drin. Hier ein Turbo Cabriolet. Ich glaube, viel mehr ging damals auch gar nicht. Auch ein 89er Auto, auch relativ wenig gelaufen. Ich glaube, 24.000 Kilometer. Oder ist das der mit den 12.000 Kilometer gelaufen? Auch ganz, ganz wenig. Genauso wie das ja auch ein 911 Turbo ist, sprich 930 Turbo. Der erste Turbo kam ja 1976 raus und war, es heißt, es sei das erste Auto gewesen, was eine Turboaufladung hatte als serienmäßiges Auto. Das ist nicht ganz korrekt, denn der BMW, war das der 2002er TII irgendwas? Es gab damals einen kleinen BMW 1973, der auch ein serienmäßiger Turbo war. Waren wahrscheinlich die Stückzahlen so gering, als dass man den dann tituliert hat als ersten wirklichen serienmäßigen Turbo. Ja, Turboloch immens bei 4 Gängen. Der erste Gang geht bis 110. Das ist schon ein aufregendes Fahren und unterscheidet sich gänzlich von heutigen Autos. Wenn man zum ersten Mal in sowas drin sitzt und man so ein bisschen disponieren muss mit den Gängen. Heute hat man ja 6 Gänge, 7 Gänge in einem Automatikgetriebe. Ich habe heute auch schon von 8 Gängen gehört. Wahnsinn. Hier reden wir von 4 Gängen und da muss man also genau wissen, was los ist. Und weil es so schön ist, wir hatten ja erst 2 GT3 RS gesehen. Hier ist noch einer. GT3 RS 996. Diesmal wieder in weiß-rot. Und direkt daneben steht das brandheißeste, aktuellste GT3 RS Modell. Ein kleines Ärgernis, was es bei diesen Autos gab, wie auch immer, was wiederum den Fahrspaß nicht schmälert und das Auto auch nicht schlechter macht, ist die Tatsache, dass es zum allerersten Mal nicht streng limitiert ist. Denn wir reden, ich bin mir nicht ganz sicher, von ca. 5.000, 6.000 Autos. Und da hatten sich einige GT3 RS-Kunden darüber beschwert, während die anderen alle streng limitiert sind. Gott im Himmel, dann ist er eben nicht limitiert. Trotzdem fährt ja nicht an jeder Ecke jemand damit rum. Und die Autos sind irre geil zu fahren. Jetzt hat dieser hier als allererster GT3 RS ja, diese Schaltwippen, die Schaltpedals mit dem Doppelkupplungsgetriebe. Man hat versucht, dem entgegenzuwirken, als dann diese Buhrufe kamen mit dem 911R. Der wiederum mit dem Motor des GT3 ausgestattet ist, 500 PS liefert und ein Handschaltgetriebe hat.
Aber keine Sorge, liebe Freunde der Handschaltung, das kommt bald auch wieder, habe ich mir sagen lassen. In der neuen Generation wird das mit angeboten. Das war ein kurzer Rundgang durch die Halle. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was euch gefällt, was ihr gerne sehen würdet, wo ihr gerne mehr darüber erfahren würdet, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch irgendwas besonders angefixt hat, wo ihr sagt, yo, das muss ich näher und genauer wissen, schreibt uns an, sagt uns, was ihr wissen wollt, was euch interessiert. Wir haben euch einen kleinen Querschnitt gegeben, was dieses Jahr alles anliegt, was alles passiert, und freuen uns auf einen so aufregenden Monat. Bald gibt es auch unser erstes Gewinnspiel. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert den Kanal. Fragen, Wünsche, Anregungen in die Kommentare. Also.